Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu DLC Quest. Hier seht ihr doch mal unseren geilen Pausenmenü, weil den habe ich letztes Mal gar nicht gezeigt gehabt. So sieht er aus. Und ja, wir sind ja letztes Mal hier stehen geblieben vor dieser DLC-Kiste. Und jetzt werden wir nachschauen, was da drinne ist. Und das ist da drinne ein Petpack. Na, wer hätte es gedacht? Jetzt können wir wahrscheinlich irgendwelche Haustiere bekommen. Da unten waren wir, glaube ich, schon. Von daher, wir haben 90 Münzen und gehen nach rechts. Ich hoffe, wir haben nicht irgendwas vergessen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich glaube, wir haben aber alles. So. Wir können uns auf jeden Fall unseren Hutpack jetzt kaufen. Dann hätten wir schon mal einen Hut auf. Das wäre schon mal ganz schön. Ja, Tatsache. Okay, wir holen uns einen. Oh, wie süß, Frankly. Du wirst alles kaufen ab diesem Punkt. Okay, wir holen uns Frankly und wir holen uns einen Hut. Du wirst ein Smack. Was? Look at me, I've got a new hat. Ja, guckt auf mich, ich habe einen neuen Hut. Genau so ist das auch bei Team Fortress 2. Und was haben wir hier? Es ist ein Goldfisch. Du berührst das Glas. Aber der Fisch ist... Oblivious? Was ist das denn? Keine Ahnung. Was auch immer es tut es gerade jetzt. Disappointing. Okay, was auch immer. Wir brauchen auf jeden Fall noch 60 Münzen. Wo auch immer wir... Okay, hier. Wo wir 60 Münzen herbekommen. Denn wir brauchen diese Map. Wir brauchen diese blöde Map, damit wir durch den dichten Wald kommen können. Wenn ihr das schon wieder vergessen habt. Und hier unten war ein Schaf. Habe ich gesehen. Ich habe dich nicht vergessen. Was haben wir hier? Feedback. Na. Na. Ich will kein Feedback senden. Danke. Ich finde das Spiel gut. Achso, ich habe auch letztes Mal gar nicht gesagt, wie teuer das ist, oder? Ich glaube, das kostet 4 Euro bei Steam. Wenn das nicht gerade im... Ah, das ist auch noch ein DLC. Verdammt. Wenn das nicht gerade in... Ihr wisst, was ich sagen will. Wenn das nicht gerade mit Rabatt versehen ist. Hallo, Schaf. Und wir haben genau 140 Münzen. Wow. Und hier ist noch irgendein Secret. Wo muss ich hin? Oh Gott. Was haben wir hier? Sexy Outfits Pack. Echt jetzt? Okay, wir haben ein Sexy Outfits Pack. Ist hier drüben noch was? Wow. Geile. Und da ist dann bestimmt auch noch was. Jupp. Oh, Moment. Hey, hier geht's ja echt immer noch weiter. Wir werden reich. Geil, du. War da auch noch was? Da war auch noch was. Oh Gott, wenn ich diese ganzen Münzen hier... Nein! Okay, wir müssen auch nochmal hoch. Aber erstmal das Schaf töten. So, haben wir irgendwas verpasst? Ich hoffe nicht. Hm, ich glaube nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Geld, damit wir uns diese geile Karte kaufen können. Gib mir diese Karte. Und das Sexy Outfits Pack. Lass die NPCs in der Welt slip into something a little more comfortable. Ah, da sehen die ganzen NPCs ein bisschen geil aus. Okay, nehme ich gerne mit. Und ein Map Pack. Es haben einige Firmen geben Karten umsonst weg. Wir nicht. Nee, ihr wollt ganze 140 fucking Münzen dafür. Oh, Shop, nein, das ist doch nicht. Das sieht doch nicht besser aus. Oh Gott, okay, lass uns Shepard angucken. Wir müssen Shepard angucken. Jetzt hat sie einfach alle in BH an. Ich will Shepard nicht sehen. Das ist so ein alter Knacker. Warum? So ein alter Knacker im Bikini. Ja gut. Warum nicht? Ich meine, wir können uns das leisten. Wir haben die einfach alle bezahlt dafür, dass sie alle hier im Bikini rumlaufen. Na gut. Was auch immer. Was auch immer, das verstört mich jetzt zwar schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Aber ist ja egal. So, wir haben eine Karte, das heißt, wir können jetzt in diesen geilen Wald hier rein. Ah, hallo, neuer Shopkeeper. Bist du jetzt ein ganz neuer Shopkeeper oder bist du der alte? Du siehst vertraut aus. Vielleicht hast du meinen lang vermissten Bruder gesehen. Hm, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Geld für das nächste DLC. Und wir müssen ein paar DLCs erstmal noch freischalten hier. Wir haben nur noch ein DLC, das wir freischalten können. Das sieht wieder nach einem Secret aus. Na, habe ich jetzt alles? Ist da immer noch was? Ich weiß es nicht. Hui, so viel Geld! Okay, perfekt. Alter, ist hier überall Geld. Ich mag Geld. Ich mag Geld. Gib mir all das Geld. Gut, dass wir einen Double Jump haben. Sonst wäre das hier alles nicht möglich. Alter, wir kriegen echt richtig viel Geld. Nicer, dicer. Okay.
So. Kommen wir doch irgendwie noch hoch? Ja. Okay, also wir können uns auf jeden Fall gleich das eine DLC kaufen. Damit wir mit dem Pferd hier rumlaufen können. Oder Esel, oder was auch immer das darstellen soll. Guck mal, das sieht auch noch ein Secret aus. Da fehlt so ein kleines Stück. Ach, Tatsache. Ach, da sind wir schon durchgefallen. Okay, okay, okay. So. Okay, also dieses eine Pack können wir uns auf jeden Fall kaufen. Dafür haben wir jetzt genug Geld. Bin mal gespannt, was es noch für geile DLCs gibt. Das erinnert so ein bisschen an... wie heißt es? Wo gerade ein neuer Teil rausgekommen ist. Meh, ich hab den da vergessen. Wo man so durch die Spielgeschichte läuft. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich habe doch gerade den Namen vergessen. So, Stirbschaft, danke. Da oben ist noch was. Wie komme ich da denn hin? Jetzt mal ehrlich, wie komme ich da hin? Ach hier. Nee. Doch. Wow. Habe ich alle? Nö. Dann nochmal. Kein Problem. Habe ich jetzt alle? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe einen vergessen, aber ist ja auch egal. So, ist jetzt die Frage. Gehen wir kurz zurück? Wir gehen kurz zurück. Hallo. Bla bla bla. Okay. Shiny Armor für dein Pferd. Ob das jetzt was bringt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat unser Pferd jetzt eine geile Rüstung. Ist das nicht toll? Warte, da ist noch ein Secret. Ganz viele Secret. Alter. Wir sind reich, aber wir haben gar keine DLCs mehr. Ja, ja. First World Problems. Wenn man zu viel Geld hat... Oh, danke, Pfeil, dass du mir sagst, dass ich nach rechts muss. Wenn man zu viel Geld hat, um sich DLCs zu kaufen. Bad Guy Hideout ahead. Okay. Oh Gott, wir werden gleich den Bad Guy wieder treffen. Was? At least it's not stamps. Okay, was auch immer. Was haben wir hier, Judys? The Zombie Pack. Oh, ein Zombie Pack will ich haben. Moment. Wir gehen doch mal kurz zurück. Das muss sein. Ich will das Zombie-Paket haben. Ich habe sogar schon zwei Errungenschaften bekommen. Geilo. So. Gib mir die Zombies. Das passt nicht wirklich hier rein. Jedes Spiel braucht Zombies. Ja. Jedes Spiel ist besser mit Zombies. Kann ich die nicht mal töten? Ich kann nicht mal zurückgehen. It's now night time in the forest. You will need to buy the night version of the map to access the... Als ob. Zombie kommt wieder zurück. Okay, wie teuer ist denn die night version? 75... Dieselbe Map, die du schon hast. Aber jetzt auch in der Nacht. Okay, was auch immer. Warte, können wir jetzt unser Pferd holen? Können wir damit irgendwas machen? Oder hat er wirklich nur... Hallo. Warum sind hier jetzt Zombies, die nicht mal irgendwas machen? Wie unnötig. Egal, sieht cooler aus. Mit Zombies ist jedes Spiel besser. So, wir holen mal kurz unser Pferd. Ich will wissen, ob wir damit irgendwas machen können. Garantiert nicht. Aber es war teuer. Nö. Toll. Super. Wir haben ein geiles Pferd mit einer tollen Rüstung und können es nicht benutzen. Und diese Zombies können einfach nicht sterben. Unser Schwert ist zu klein. Okay, den ganzen Weg wieder zurück. Keine Ahnung, warum wir jetzt zurück mussten. Beziehungsweise warum wir uns das gekauft haben. War voll unnötig. Naja. Dafür haben wir jetzt Zombies. Beware of Troll. No. Keine Ahnung, was das heißt. Oh, hallo, du Troll. Kann man nicht töten? Hahaha. Ich hab das nicht mal gespürt. Ich werde eine bessere Waffe brauchen. Problem? Ich schiebe dich weg. Okay, du blöder Troll. Hol ich mir halt eine Waffe. Waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Oh Mann. Zombies, helft mir, den Troll zu besiegen. Okay.
Anscheinend müssen wir jetzt zu dem Typen gehen, von der noch wichtig sein wird, aber von dem wir nicht wussten, dass er wichtig werden wird. Spieler! Jetzt, wo du das Gun-DLC-Pack gekauft hast, habe ich eine Waffe für dich. Sei vorsichtig, auf wen du zielst. Alles klar. I've got a ready gun. Piu, 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 piu. Man kann die Zombies doch töten. Okay, cool. Oh, fuck. Nein, ich hab den Job, die... Ich mag tot sein. Aber du kannst trotzdem die DLCs bei mir kaufen. Was? Versuch nicht über die Logik dieses Spiels nachzudenken. Okay, ich kann alles töten und das ist den Leuten egal. Hui, alles töten, ja! Okay, so eine Gun ist natürlich schon viel cooler als so ein Schwert. Bam, 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 bam. Tja, du blöder Treu. Never viel zu treu. Bam, 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 bam. Finish the fight pack. You did it, kind of. What? Ich hab doch nicht mit dem... Ich hab nicht mit die Prinzessin gerettet. Hallo? Hallo? Wo ist meine Prinzessin? Wo ist der böse Typ? Als ob das Spiel nur eine halbe Stunde lang geht. Nee. Ah. Experience the true conclusion of the game. We should have shipped this. There are no... Okay. Gut. Jetzt kriegen wir noch unser echtes Ende. Das wäre auch ein Witz ohne echtes Ende. Okay, hallo Endboss. Hab dich jetzt! Lass die Prinzessin frei! Boom! Das war nutzlos. Was hast du erwartet? Hast du viel Kürze, Bad Guy? Was denkst du, wie werden sie ein Prequel zu dem Spiel, nee, ein Sequel zu dem Spiel machen, wenn du den bösen Typen tötest? Ich, wie dem auch sei, habe kein Problem, dich zu töten. Oh, mein Pferd! Pferd! Nein! Lol. Yay. Mein Held! Rennt die Prinzessin jetzt mit dem Pferd durch? Dein Ernst? Okay. Ja. Es gibt doch ein Bad Ending? Moment, was? Okay, also die Prinzessin... Brett mit dem Pferd durch. Ich habe gar nichts gemacht. Weißt, ich mache hier die ganze Arbeit, kauf dem Pferd auch noch seine geile Ausrüstung, dann brett die Prinzessin mit ihm durch. Na toll. Oh, wir haben alle Coins collected und alle DLCs collected. Aber eine Wardman fehlt. Rang B. Als ob das Spiel nur eine fucking halbe Stunde lang ist. Ist das dein Ernst? Ich glaube, wir haben nicht alle Dinger getötet. Alle Schafe. Okay, was gibt's hier sonst noch so? Life, we may not die. A new evil rises, the epic conclusion to the Duologie. Okay, die gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, da gibt's noch irgendwas. Bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Jetzt habt ihr schon mal die Story gesehen. Und
Jo. Dann hoffe ich, dieser Part hat euch gefallen. Würde mich über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.